Und damit herzlich willkommen zu Lego Star Wars: Das Erwachen der Macht. Mit mir, dem Philipp Drachenberg. Und los geht's. Starten wir direkt rein. Das Finale. Starkiller Wald. Und los geht's. Aufgabe 1. Bringe Kylo Ren dazu, drei Bäume umzuhauen. Besiege Kylo Ren mit nur einem Leben. Gibt es leider keine Anzeige, wie mir das geschafft habe, aber ich habe das natürlich schon geschafft. So, Lebensregeneration ausschalten natürlich. Jetzt ist er plötzlich wieder zum Film gewechselt. Das verstehe ich jetzt nicht. So, Baum Nummer 1. So, dann nächster Baum. Der dritte kommt direkt am Schluss, sobald wir hier die Oberhand gewinnen können. So, jetzt sind wir aber erst noch gefangen. Deshalb wechseln wir jetzt zu Rey oder besser gesagt jetzt zum Chewie. Und Minikit Nummer 1. Und Speed wieder rein. Hier ist nochmal so ein kleines Extra für ein paar mehr Münze. Aber wir haben heute die 99 Münze erreicht, also 99 Millionen. So, und zack. Letztes Minikit, alle Gegenstände gesammelt. Ist noch nicht ganz, weil eins fehlt uns ja noch. Diesmal das linke, weil beim Let's Play hatte mir das rechte. So, dann wird es ein bisschen gekämpft, dort drüber laufen. Und letzter Baum, Kleinholz geschafft. So, dann wechseln wir in das kurze letzte Special, ein Leben. Einfach immer darauf achte, dass sie immer schön geputzelt wird und gleich kommt, was ich euch zeige. So, wenn das Speed fertig ist, dann müsst ihr, ja, genau. So, einmal schlagen lassen, zweimal schlagen lassen, dann hochspringen. Auf Seite immer ausweichen und die ganze Zeit immer regelmäßig Viereck, nicht Viereck, genau, Angriff drücken. So, zack, 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 zack. Und dann habt ihr es auch schon geschafft. Starkiller Wald abgeschlossen. Da wäre jetzt noch kurz was gekommen, aber egal. Alle Gegenstände gesammelt. Kleinholz, Minikits. 1 und 2. Dash Promenti. Oder wie die auch immer heißt. Genau, auf jeden Fall sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ciao.